Und die Dummen. Ich muss nur gucken, dass ich hier hochkomme. Ah, ich habe mich schon gefüttert, oder? Ja, die Füchse mögen mich. Sehr schön. Wobei, ich kann es ja jederzeit wieder Nacht werden lassen. Allerdings habe ich das auch so viel gerne. Oh, und da ist er auch sogar wirklich. Roter Teufel, der Verachtete erscheint. Mhm. Jo. Der Verachtete ist besiegt und damit haben wir auch die Monsterliste komplett. Okay. Was ist immer noch zu aufgeregt oder sowas? Streich den Namen aus. Nach, von links nach rechts. Ja, ja. Nun weißt du was, du hast dich um alle Monster gekümmert, die auf der Racheliste stehen. Das Mädchen wird bestimmt froh sein, das zu hören. Vielleicht wird sie sogar eine Belohnung geben. Hehe. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier sind. Oh. Eine Perle. Hier leuchtet was rot. Achso, das soll irgendwie weiß in anderer Form. Oh, Entschuldigung. Sein. Ein Räuchergefäß. Entschuldigung, Pferd. Ha, aber das da kann ich immer noch nicht knacken. Habe ich das da übersehen? Was zur Hölle? Also da habe ich gut was übersehen. Jede Menge Kleblet-Dinger. Hm. So, 15 mehr Glück, sage ich nicht nein dazu. Das war jetzt wirklich sehr interessant. Ja, Tong. Ich wollte gerade fragen, wo bin ich jetzt gelandet, aber ich bin auf irgendeinem Hang gelandet. Ja, da bin ich irgendwo
Ach, jetzt ist Tag. Oh, hi. Oh, da drüben ist auch noch was. Am Wächtersprössling. Oh, und ich sollte die Vögelchen füttern. Ja, Vögelchen kennen wir bereits. Ach, nur eine Vergeltung, okay. So, jetzt hätte ich gern von dem Kumpaden hier diesen Magneten. Ein heiliger Knochen M. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, das Ding, da können wir noch nichts machen. Nicht wirklich, nö. Die Hütte da drüben war schon immer da, glaube ich. Ich möchte mit dir reden. Hi. Hey Kreide. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wie geht's vor mit den Zähne sammeln? Sag Bescheid, wenn du welche bekommen hast. Dämonenzähne gegen Schätze tauschen. Ja. Wow, wir haben jetzt 86. Na, das hat sich ja gelohnt. Ja, die Goldglückskatze. Und wir nehmen noch die Holzmatte. Oh, hi. Vögelchen zum Füttern. So, überspringen. So, über unsere selbstgebaute Brücke zurück auf die Taka-Ebene. Dann hoch in die Windmühlenstadt. Bei der ich immer noch nicht weiß, wie ich das Wasser wieder zum Laufen bringen soll. Ich hatte ja die Vermutung, dass ich mit Herr Bambus wieder graben muss. Der Reim war nicht beabsichtigt. Der Wind weht wieder, aber der Springbrunnen ist noch nicht
Ja, trocken. Ich weiß, er nutzt die Kraft des Windes, um das Wasser hochzupumpen. Also, wo ist das Problem? Ah, ich bin Blindfisch. Ja, noch nicht, hä? Dann basteln wir einfach mal in die Richtung. Wow, 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 wow. Ich kann ja gar nicht glauben, dass es so viele Blumen sind. Sie sehen schöner aus als jemals zuvor. Ich bin so glücklich, unglaublich glücklich. Jo, wir haben 15 mehr Glück gekriegt. Hihihi, magst du auch Blumen, kleines Hündchen? Da gibt mir Isson schon den. Die Windmühle dreht sich und zieht das Wasser hoch. Die Dorfbewohner müssen sich keine Sorgen mehr um das Wasser machen. Ja, da gibt mir Isson schon den richtigen Anreiz, die richtige Idee und ich bin trotzdem zu verpeilt. Tag, tschüss. Da ist mein kleiner Krieger. Ich bin so froh zu sehen, dass es dir gut geht. Ja, Racheliste. Unmöglich. Die Namen aller meiner Feinde sind ausgestrichen. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich in letzter Zeit sehr euphorisch gefühlt. Was würde ich meine Rache an meinen Feinden vollzogen? Heute können gar nicht aus dem dankbar ich bin. Ich versprach dir eine Belohnung, aber das ist wirklich alles, was ich besitze. Goldstaub. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr für deine Mühe geben kann. Aber mein Vater hat das sehr viel bedeutet. Und ich hoffe, dass es dir auch was bedeuten wird, ja. So, das heißt, wir können damit auch upgraden. Wo ist eigentlich die tolle Glocke jetzt, die wir gekauft haben? Sag bloß, sie ist eine Ausrüstung. Ach so, die hier ist hier unten. Ah. Es gibt insgesamt 5 heilige Artefakte. Mal sehen, wenn wir weitere finden. So. Das heißt, wir können mal kurz hier speichern. Die Affen habe ich schon gefüttert. Hey, Geronimo. So. Über dem Fluss. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier hin rüberkommen soll. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den weiten Sprung schaffe. Nö.
Nö, nö, es kann schön sonnig bleiben. Genauso weiß ich es immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Wegspringen kann ich es nicht. Nö. Wegpusten auch nicht. Und es gibt absolut kein Feuer in der Gegend. Außer ich habe jetzt gerade das Feuer hier gelöscht. Oh ne, dann würde es normalerweise wieder angehen, das Feuer. Ui, die Phönixfeuer leuchten wieder. So, da überschreibe ich hier gerade mal. Achso, stimmt ja, ich habe sie angezündet. Wow, diese Statue sieht wirklich alt aus. Das ist eine von den Statuen, die Reisenden beschützen soll. Ja, kann ich hier. Ich weiß gerade gar nicht, gibt es hier irgendwie eine Taste für die Artefakte? Controller-Einstellungen. Das wollte ich nicht. Ah, doch, Tastatureinstellungen. Da wollte ich hin. Welcher Bullen springen, wenn alleine Bämer interagieren, rufen, reden. Türe füttern nach oben, links, rechts, unten, Kamera. Göttlicher Pinsel, Riposte. Karte, Fächermenü, Dialog, nächster Menübildschirm, vorheriger. Nö. Nö, benutzen kann ich es nicht. Ich kann es nur anlegen. Hm. Oh, hier gibt es einen Weg nach unten, habe ich auch nicht gesehen. Gucken wir erstmal kurz, was hier unten ist. Erhalten Mutterbaum, Schriftorientiert, nützliche Informationen. Okay, wir haben bereits 13 und wir haben noch sehr viele vor uns. 1, 2, 3, 4, 5. Se 16, 17 oder 18, ja super. Im Dorf Kamiki wächst ein herrlicher Baum namens Konohana. Konohana formt aus ihren Wurzeln viele Bäume in ganz Nippon, um die Apur besser beschützen zu können. Es gibt niemanden, der etwas über den Ursprung des Baums wüsste. Einige sagten, er stammt aus den Überresten eines toten Gottes. Andere glauben, er käme aus einem weit entfernten Land. Aber nichts davon kann als ihre Wahrheit betrachtet werden. Diese Aufregung, die mich ergriff, als ich Konohana malte, dieser Baum kann nicht mit einem einfachen Pinsel. Das Wunder seiner Existenz kann man nicht einfach malen. Man fragt sich, welche Geheimnisse seine Blätter verbergen. Ja. Sieh nur, da ist eine kleine Statue. Sieht ein bisschen traurig aus, so ganz allein in diesem einsamen Ort. Hm. Tja, hier ist nichts. Ich kann es zwar um sie blühen lassen, aber ich kann sie nicht nach oben zu den anderen bringen.
Na gut, Kumpel, lass mal die Zugbrücke runter. Hallo Hündlein, wie geht's dir? Guck mal, die Flammen der Fegstatue brennen wieder. In der Nacht, als der Mond plötzlich aufstieg, hörte ich einen Bullen aus dem Shinzo-Feld und die Flammen brannten plötzlich wieder. Warum verlöschen und gehen sie da wieder an? Ist das ein schlechtes Omen? Auf jeden Fall kann ich jetzt das Zeichen geben, damit die Zugbrücke gesenkt wird. Trotzdem, ich habe nichts, auf das ich mich freuen kann, wenn ich zurück in die Stadt gehe. Ich meine, ich bin nicht dazu bestimmt, eine Wache der Stadt zu sein. Ich möchte eigentlich ein Abenteurer sein und unglaubliche Dinge erleben. Ich könnte einen brennenden Pfeil abschießen als Signal, damit die Zugbrücke wieder runtergelassen. Aber ich habe nichts, auf das ich mich freuen kann, wenn ich zurück in die Stadt gehe. Ich meine, ich bin nicht dazu bestimmt, eine Wache der Stadt zu sein. Ein brennender Pfeil, was? Also alles, was wir tun müssen, ist einen Pfeil anzuzünden. Aber warum probierst du nicht deine neue Pinseltechnik mal aus?